Willkommen zurück zu einer weiteren unglaublich schönen Folge voller Langhälse, voller toter Maschinen und natürlich auch mir und dir. Wir spielen nämlich Sammle Scharlachspiele, Stiele, so. Sammle Scharlachstiele. Und das ist die Nebenmission, die wir auf dem Weg, den kleinen Jungen zu retten, hier in der letzten Folge gerade einfach so nochmal mitgenommen haben. Und die machen wir einfach direkt im Anschluss gleich noch mit, wenn wir doch gerade schon in der Gegend sind. So, wo gibt es hier Scharlachstiele? Ah ja. Schön. Nee, das ist es nicht. Hier gibt es ein bisschen Grünglanz. Nice. Perfekt. Scharlachstiele sind gesammelt und wir müssen nach Rheinklang. Machen wir eine Schnellreise zu hin. Ja, das ist ja echt eine Meile, ne? Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Jawohl. Udo. Einmal schnell Ich könnte ihm die gespeichert. Scharlachstiele geben. Genau, das ist der Plan. Bitte jagen, Fremde. Einmal die Scharlachstiele überreicht. Und eine schöne Romanze begonnen. Da muss ich immer an Crow denken, ne? Es ist ein unglaublich schöner Tag. Draußen ist es warm. Und ich fahre nach draußen mit der Bahn. Und da steigt sie ein. Und er spricht sie nicht an. Und was passiert dann? Ja, beim zweiten Mal, ne, passiert nichts. Gar nichts. Wer nämlich seine Chancen beim ersten Mal schon nicht nutzt, hat's verkackt. Einfach hart verkackt. Deswegen, Pro-Tipp von mir heute, wenn du eine Gelegenheit hast, dann nutze sie. Und wie du ja weißt, eine Gelegenheit findet sich jederzeit. Nach dem Altholz. Hier gibt's Loot. Mann, Mann, Mann. Einmal bis ganz nach oben müssen wir da hochlaufen. Heilige Nille. Fremde, was kann ich für dich tun? Ich hab da mal was. Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber. Ja, klar. Anders. Ich brauche eine Salbe gegen Juckreiz. Im Schritt. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte. Eine schöne Denn mein Anlage. Säbel Wenn er dort ist, juckt. Kriegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Es riecht nach Krieg, mein Freund. Es riecht nach Krieg. Können wir hier irgendwas Schau dir meine handeln? Waren an. Vielleicht so ein paar Heilbeeren, ha? Okay. Ich Danke dir, hoffe, du Digga. findest in Flusslied, wonach du suchst. Dann gucken wir mal nach Flusslied. Warum wird er uns hier immer noch angezeigt? Suchst du nach etwas, Fremde? Ja, muss ich mit ihm Heilung für handeln? jeden Bedarf. Muss ich denn mit ihm handeln? Ich hab das anscheinend alles nicht. Okay. Auf Wiedersehen, Fremde. Ja, Pferdi.
Samen treiben aus. Die Landgötter schenken uns ihr Lächeln. Mögest du dich. Wir müssen eigentlich nach Flusslied, sagt er jetzt, ne? Aus der Erde kam sie. Kehre zum Händler zurück. Gut, dass du fett bist. Gut, dass du fett bist? Fett oder fit? Ist das ein Bug hier gerade im Spiel oder? Ich habe doch mit dem jetzt schon 20 Mal gesprochen. Flusslied, Flusslied. Ich habe halt keine Ahnung, wo Flusslied ist, ne? Fahrlicht, Kettenkratz. Glimmerwinkel, Brennspeer, Gedenkhain, Einklang. Es muss doch, wo ist Flusslied? Es muss doch, wenn dann irgendwo am Fluss sein, oder? Schlunter Arena. Nee. Dornmarsch. Nee. Tildas Villa. Nee. Ach, fick dich, Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du zum Handeln hier? Nein! Du bist der Kräuterkenner, oder? Nein. Warum? Ja. Nein, aber jemand anders auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Okay. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Dir eine gute Reise. Die Ernte steht bevor, Aloy. Erneut sind wir What the fuck? Gesegnet. Kehre zur Händlerin zurück. Heilende Beere. Ich habe Heilmittel, wenn du willst. Fremde, was kann ich für dich tun? Ich muss mit dem handeln, oder was? Das ist, was ich da habe. So, dann kaufe ich halt mal so eine scheiß heilende Beere. Auf, okay. Dass das Land für dich blüht. Der Tag ist heller, wenn du unter uns bist. Ernsthaft? Ernsthaft, das war der Grund, weil ich keine scheiß Beere gekauft habe? Ihr wollt mich doch verarschen. Flusslied. Okay. Zack. Einmal schnell gereist. Okay. Ich habe alles, Flusslied. Was du für Erfolg brauchst. Ich sollte Nilo suchen, ihm die Scharlachstiele geben. Der Kräuterkenner in Rheinklang meinte, er sei vielleicht in der Nähe des Hains. Une, Nilo. Sagte sie Nilo? Aloy! Ich kann's nicht glauben. Ich erwarte einen Kampf und stelle fest, dass du bereits einen beendet hast. Ich war nicht allein. Dein Volk hat Glück, dass Kyrus anführt. Der ist stur wie Unkraut. Dass wir endlich alle wieder in Flusslied sind, darüber freue ich mich. Möge das Land in deinen Schritten erblühen, Aloy. Keine Sorge, das Land in meinem Schritt erblüht prächtig. Hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo. Ich glaube, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben. Oh, nö, oder? Zum Beispiel meiner Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Wann ist er denn tot? 5 Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Hain. Fast so viel, wie er mir gab. Deshalb könnte ich Flusslieb nie verlassen. Ich möchte gern ein paar Blumen da lassen, wenn ich darf.
von einer alten Bekannten. Scharlachstiele. Sie sind selten hier, aber sie waren ihm am liebsten. Ich wusste nie, warum. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor, sie blühen zu sehen. Das klingt doch gut. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte? Das war er. Und das hatte er. Ich weiß nicht, wer die alte Bekannte ist. Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Din, din, din. Verpasste Chancen, verpasste Chancen. Ich sag's euch immer wieder. Ihr müsst zugreifen, solange ihr noch könnt. Bumm. Schnellreise zum Lagerfeuer. Und jetzt erzählen wir der Alten erstmal. Er ist leider schon von uns gegangen, vor 5 Jahren. Einmal kurz zwischengespeichert. Falls irgendwas passieren sollte. Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber... Man weiß ja nie, ob nicht wieder so ein verkackter Sturmvogel einfach angreift, wenn wir gegen den Dornkiefer kämpfen. Ist mein Wachdienst vorbei? Hast du von Großmutters Gärtner gehört? Ja und nein. Ich habe die Scharlachstiele auf sein Grab gelegt. Seine liebste Blume, laut seiner Tochter. Er liebt es, sie blühen zu sehen. Er ist tot. Doch er hat über die Jahre an mich gedacht. Das muss mir ausreichen. Wirklich? Das war's? Bist du sicher, es war der richtige Gärtner? Kräuterkenner? Es schien, als ob du es für einen nutzlosen Gang hieltest. Nun, es hat dir eben etwas bedeutet. Es hätte ein ganz anderes Leben sein können. Schon wirklich. Aber dieses Leben war auch nicht so schlecht. Ich habe sogar eine Enkelin, die sich in der Wildnis auf die Suche nach mir macht. Und ich habe Scharlachstiele, die mich an Nilo erinnern. Klingt, als ob deine Großmutter alles im Griff hat. Vielleicht hat sie das. Sag mir einfach, wenn du das nächste Mal hier rauskommen möchtest, ja? Anstatt zu verschwinden. Mach ich vielleicht. Hier, Fremde. Nimm das. Weil du einer alten Frau halfst, sich ans Jungsein zu erinnern. Nice. Ein altes, helles Armband. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Die will ich auf jeden Fall gleich noch vergeben. Und zwar für... Was war denn das? Ich glaube, das war... Als Fallenstellerin. Ja. Da konnte ich 3 vergeben. Genau, perfekt. Top. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wieder mit dabei warst und wir hier einmal wieder vorangekommen sind. Also schalt auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Horizon Forbidden West, das Gameplay auf der PlayStation 5 mit mir, dem Dennis, auf Deutsch. Bis dann. Tschüss. Gut, dass du sie dir überhaupt ansiehst.